Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Prosit Neujahr, rufe ich Ihnen aus Wattenheim zu. Mein Name ist Monika Minor. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Jahreslosung für 2022. Das Jahr ist ja gerade mal 3 Tage alt. Jetzt haben wir schon 2022. Wir wünschen uns zum neuen Jahr alles Gute und Gottes Segen. Prosit Neujahr. Oder einen guten Rutsch, was aus dem Hebräischen kommt und guten Anfang bedeutet. Ich dachte ja als Kind, dass wir uns dies wünschen, weil in der Silvesternacht oft Eis und Schnee war, dass wir eben nicht ausrutschen. Aber damit hat der Ausspruch einen guten Rutsch nichts zu tun. Und wir haben ja auch nur noch selten Glatteis. Eigentlich ja gut, braucht ja auch niemand, wenn es nicht ein Zeichen des Klimawandels wäre. Diese Gedanken stimmen mich aber ganz traurig und das in dem noch so jungen Jahr. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Haben Sie es gut angefangen? Das neue Jahr meine ich jetzt. Hatten Sie einen guten Start? Man startet ja mit allerlei guten Wünschen und Hoffnungen, vielleicht auch guten Vorsätzen. Die Texte für die Jahreslosung übrigens werden von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt. Nur wenigen ist bekannt, dass die Jahreslosungen während des Nationalsozialismus entstanden. Initiator war der Pfarrer und Liederdichter Otto Riedmüller, der zur Bekennenden Kirche gehörte. Als Direktor des Reichsverbands der evangelischen Jugend wollte er den NS-Parolen einen Bibelvers entgegenstellen und begründete im Jahr 1934 die Tradition der Jahreslosungen. Für das heutige Auswahlverfahren reichen die Mitgliedsverbände jeweils 2 Vorschläge ein. Die Mitgliedsversammlung diskutiert dann in 4 verschiedenen Gruppen die Spruchvorschläge. Jede Gruppe einigt sich auf 2 Vorschläge, die im Plenum zur Abstimmung gestellt werden. Der Vers mit der absoluten Mehrheit wird schließlich zur Jahreslosung. Zur Arbeitsgemeinschaft gehören 20 evangelische und katholische Mitgliedsverbände aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Jahreslosung für das Jahr 2022. Das Gefühl, vor einer Tür zu stehen und nicht zu wissen, wer einen wie empfängt und was einen dahinter erwartet, kennen wir wohl alle. Jede Tür kann andere Gefühle in uns auslösen. Stehen wir vor dem Amtszimmer einer Behörde, der Haustür von Freunden, der Sprechzimmertür einer Arztpraxis oder stürmen gleich unsere Enkel und Kinder herein? Unzählige Türmomente erleben wir im Laufe unseres Lebens. Hinter- und Vortüren. Wunderschöne und unangenehme. Türen können trennen und verbinden. Meist hängt es von beiden Seiten ab. Vor und hinter der Tür. Auch Jesus und die Menschen um ihn herum kennen solche Türmomente. An solche Erfahrungen knüpft Jesus an, wenn er zu ihnen sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Na, wenn das kein guter Anfang ist, das verheißt doch vieles in diesem neuen Jahr. Einen guten Rutsch. Wir beten. Allmächtiger, ewiger Gott, unsere Zeit steht in deinen Händen. Aus deinen Händen empfangen wir auch dieses Jahr und bitten dich, schenke uns Glück und Segen. Schenke uns offene Türen und lass uns auch bereit werden, dass wir unsere Türen öffnen für die Menschen, die uns brauchen. Bei all unserem Tun und Lassen schenke du uns deinen liebenden Geist. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Es segne dich der Herr, er lasse leuchten sein Angesicht und schenke dir Frieden. Amen.